Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Secret of Evermore. Wir haben ein Juwelen-Diamanten-Auge oder wie auch immer die heißen. Und wir wollen natürlich auch noch das zweite. Deswegen gehen wir mal schauen. Hier kommen wir irgendwie nicht durch, ne? Kann man hier auch raus? Ich will hier auch raus. Nein. Natürlich nicht. Komm, Terra, wir müssen hier irgendwie einen Weg rausfinden hier. Dann gehen wir jetzt in Richtung Süden. Oh Mann, das ist so ätzend, diese ekelhaften. Angriff. Ah, jetzt muss ich hier die Waffe wechseln. Ernsthaft? Na, dann machen wir das. Nee, das hier, ne? Bronzespeer? Ja. Leg da hin. Bam. Einfach reingelaufen, ja? Toll. Ja, find mal was. Hier irgendwo. Ethanol. Auch nicht schlecht. So, ich glaube hier unten. Ja. Hier gibt es den nächsten. Diamantaugen-Dings. Brücke erreicht Level 1. So oft haben wir das schon eingesetzt. Komm, Hund. Aha. Wer ist er denn? Er ist der Melonenpharao. Melonulon nennt man ihn. Der Melonulon. Wasser. Haben wir in dem trockenen Busch hier Wasser gefunden. Wer weiß, wer das war. Widerlich. Aber sag mal, das gibt's doch gar nicht. Okay. Da ist der... Ach nee, der hat gar keine Melone auf dem Kopf. Na, von der Seite sieht's so ein bisschen so aus, ne? Die Melonenkrieger hier. Ach, hier kriegen wir sicherlich die Axt. Hier kriegen wir bestimmt noch eine Waffe. Bestimmt die Axt, mit der wir die Steine kaputt machen können. Irgendwo mussten wir Steine... Ich weiß es nicht mehr, das ist wie gesagt schon eine Woche her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Irgendwo mussten wir noch Steine kaputt machen. Irgendwo konnten wir. Oder mussten wir nicht, sondern konnten wir. Mal jetzt... Was habe ich ja noch hier mit dem Spinulon? Ist ja gar nicht mit der Spinne. Ätzend. Aha, also wir können hier einmal rumlaufen, was auch immer uns das bringt. Ja, hast du was? Ja, am Stein. Zwei Schwefel, na das nehmen wir doch. Danke mit, hier ist auch noch was, oder? Irgendwo hier? Ah, ich kenne dich doch so langsam hier. Zwei Wurzeln haben wir auch noch. Noch was? Ja, komm. Da irgendwo. Nochmal Wurzeln. Wurzeln sind gut, das brauchen wir für Heilung. Aha, und dann gibt es hier hinten nichts. Niente. Nada. Nix. Zwei Stück Wachs. Warum auch immer da Wachs rumliegt. Das weiß kein Mensch. Aha. Was ist denn das? Was könnte das denn sein? Wenigstens spawnen hier die Gegner nicht alle... Nase lang hier wieder nach. Oh, da war noch was, oder? Hast du noch was hier? Ne? Doch, klar. Was hast du denn? Hier? Was gibt's denn? Was gibt's denn hier? Noch zwei Stück Wachs. Wachse. Wachse. Oh, was ist denn das? Unterwasserhöhle. Ein Höhle-Rulon. Ein Höhlerich. Ach, die Reichweite von diesem Ding ist so blöd. Bumpf. Ist immer so explodieren. Kommen wir hier noch lang? Was können wir hier noch machen? Ist wieder super spannend, ne? Noxie macht wieder alles. Oh nein, nicht vergiftet.
Haben wir hier dieses? Heilaura. Noxi macht wieder alles, außer das, was er eigentlich machen soll. Eigentlich sollen wir dann in den Tempel rein. Sind alles andere aber erstmal spannender. Weil hier gibt es noch Wachs. Ich kann ganz viel Wachs sammeln. Halt toll, oder? 104. Oh nein, bitte keinen Schluck auf. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Blatt. Und Schwefel. Oh, Schwefel ist gut. Da können wir unseren neuen Feuerballzauber mal ausprobieren. Fireball. Mhm. Machen wir, sobald mal hier ein paar mehr Gegner sind. Greif den mal an. Sehr gut. Das ist ein Knopf. Aha. Aha, da muss man drauf stehen bleiben. Das heißt, wir trennen uns voneinander. Können wir auch, egal wer da reingeht? Ja, im Endeffekt schon. Das wäre im Endeffekt egal. Da kommst du nicht hoch. Das ist zu steil für dich, Hundi. Aha. Das heißt, wir schicken wahrscheinlich den Hund unten rein, weil der oben nicht rein kann. Ah, ja, ist richtig. Der Hund kann darüber springen. Was ist denn, wenn ich jetzt den Charakter wechsle? Dann wechselt das tatsächlich auch. Okay, cool. Dann sind wir jetzt getrennt von Hundi. Nicht so cool, aber naja. Was soll's. Kann man jetzt auch nicht ändern. Und Hundi muss nämlich drinnen bestimmt immer irgendwas tun. Damit wir weiter können. Oh, das ist jetzt aber auch nervig hier, komm. Ah, hier haben wir ein paar mehr Feinde. Jetzt können wir mal den Feuerball ausprobieren. 38. Ureus. Alle. Okay. Oh ja, ist auch nicht so geil, ne? Feuerball. Voll. Ureus. Kann man nur Ureus nehmen? Oh ja, dann kriegt. Ja, 28. Na, das ist nicht so viel, ne? Okay, hier würde es reingehen. Was gibt's hier noch? Oh, hier ist noch ein Ureus. Ein Melonenmann. Noch einer. Dann gucken wir doch mal, was hier noch geht. Aha. Okay, total unnötig. Das bringt uns überhaupt nichts. Oder? Bringt uns das was? Nein. Ist das wirklich hier? Hier irgendwas? Nein. Na, dann gehen wir da rein. Schauen mal, was wir hier machen können. Sind wir jetzt auf der... Oh, wer ist er denn? Oh, den mag ich ja gar nicht. Treffe ich gar nicht. Toll. Boah, die sind ja noch ätzender als alles, was wir hier hatten. Boah, das ist ja super ätzend. Die treffe ich gar nicht. Ne, weg hier. Aber wenn wir sie treffen, dann sind sie aber noch nicht stark. Das ist ja super nervig, ne? Reus. Ah. Sind wir auf der gleichen Karte? Ah ja. Uni ist ja auf der Karte. Und hat hier vier Schalter. Okay, gucken wir uns gleich an. Oh, kommt der denn her? Ja, wow.
Na, mal schauen. Okay. Ja, genau, hier brauchen wir die Axt, um das hier kaputt zu machen wahrscheinlich. Also wir werden sehr wahrscheinlich die Axt bekommen. Hier irgendwo. Können wir mal schauen, wo wir das kriegen. Frage, ob Terra jetzt auch Erfahrungspunkte kriegt. Oh, guck mal, da ist so ein Alchemie-Mann. Und was ist das denn? Ein hüpfender Sarkophag. Aha, hier ist Sackgasse. Toll, danke. Jetzt kommen hier bestimmt wieder ganz viele fliegende Dinge. Okay. Oh, es bleibt relativ ruhig. Wir gehen mal hier rüber. Oh, 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 jetzt knapp. Jetzt ist es ja schön knapp. Ich hoffe ja auf ein Level Up. Nee. Ja, jetzt ist die Frage, kann Terra das aufmachen? Terra kann. Ah, die Kamera muss natürlich noch zurückfahren, ist klar. Ganz wichtig. Okay. Oh. Ah. Okay, wir müssen also auf die hier rauf. Und nicht dieses Ding. Oh, ich hasse das. So, heilen. Krafthauch. Wiu, wiu, wiu. Sehr gut. Oh, hier werden wir sicherlich die Hälfte von dem ganzen Level vergessen. Weil wir hier überall die Türen ja nochmal ablaufen. Also müssten den Tempel ja theoretisch zweimal durchlaufen. Einmal mit der Axt und einmal ohne Axt jetzt. Okay, hier können wir noch gar nichts tun, weil wir hier die Axt brauchen. Toll. Okay. War also komplett umsonst. Die Nummer. Oh. Ging ja auch immer. Alles klar. Nicht so stark. Was kann das? Nix. Weg. Hastiger Melonenmann. Melonulon. Oh, Terra. Kann man dich mal heilen? Ja, als ob das so passiert. Ja, ich habe ein Level ab. Dann müsste Terra theoretisch, nur in der Theorie, auch gleich ein Level kriegen. Was natürlich blöd ist, weil... Zauberperle. Oh, nice. Das ist nicht schlecht. Zauberperle ist nicht schlecht. Okay. So, hier müssen wir was kaputt machen. Wir haben nichts zum kaputt machen. Also geht das jetzt hier runter. Wird nicht hier nach mir geschnappt. Schnapp des Tages. Zack. Ah ja, Terra kriegt auch. Sehr gut. Das bringt uns hier überhaupt nichts. Hier kommen wir nicht weiter. Da komme ich nicht weiter, das ist blöd. Was automatisch heißt, wir müssen hier wieder hoch. Okay. Oh, nicht diese Viecher. Oh, die hasse. Sind die ätzend, ne? Ja. Feuerball. Ein bisschen leveln. Oh, gegen die ist das gut. So, hier ist ein Käfer. Was macht der? Nix.
Okay, also gegen Untote scheint Feuer ganz gut. Ja, ist logisch. Feuer gegen Untote. Das kennt man. Kalkstein. Nice. Noch sowas? Ah, oh, diese Dinger, ich hasse die. Pilz. Ein Pilz. Wofür ist denn ein Pilz? Und nochmal zwei Zauberperlen. Oh. Der Endgegner wird sicherlich hart. Der Endgegner wird sicherlich hart. Also die hier mag ich. Die dauern zwar ein bisschen länger. Aber die machen dafür keinen Schaden. Mann, das ist ein Ding. Geh weg, ich kann ihn nicht leiden. Aua. Gauner! Ja, die dauern hier ganz schön lange, ne? Oh, Schenkel, zwei Eisenerz. Ein Blatt. Was? Eisenerz? Was? Eisenerz? Glaube ich nicht. So, er ist hier mittig irgendwie. Das wollen wir mal. Ja, machen wir zuerst das hier. Obwohl ich glaube, wir müssen wahrscheinlich den längsten Weg laufen und dann immer weiter zurück. Wo kommen wir hier hin? Was gibt's hier? Ah, oh, wir sind auf dem Dach. Hallo. Okay, cool. Ich kriege die Axt. Komm schon, hier gucken, Mann. Oh. Okay. Das heißt, wir sind. Okay, wir sind nicht auf der gleichen Karte wie. Da war ich hin. Ei, Eichel. Dynamit. Oh, vielleicht können wir jetzt auch mit. Oh, was ist denn das hier? Die Schatzkammer? Wow, super geil. Was machen wir mit Dynamit? Habe ich das jetzt hier irgendwo? Habe ich das hier irgendwo? Dynamit? Das ist eine von Zutaten? Eiche ist eine Zutat. Eisenerz doch, habe ich mich nicht verlesen. Und Dynamit und Pilz ist auch. Okay, krass. Dynamite! Ja, man kennt's. Also Dynamit ist so einer der natürlichen Elemente, die so vorkommen. Elixier. Was war Elixier? Elfenstaub. Ach so, das. Ich glaube Elixier. Macht Statuseffekte weg, ne? Und Elfenstaub lässt wiederbeleben. Glaube ich. Auf Wasser und Nektar. Na gut, den Nektar, den kann ich benutzen. Machen wir, wenn wir hier fertig sind. Wenn wir fertig sind, dann gehen wir hier nochmal ganz kurz hin. Haben wir hier so einen super krassen Geheimschatz gefunden. Wir treffen nicht auf den Pharao. Was hier gehört. Nee, nicht sowas. Da ist eine Axt dran. Nee, warte. Was kann das? Nix. Wofür ist das? Ja, das ist das Ding. Lass mich! Aha, okay, das macht die Wand kaputt. Cool.
War nicht anstrengend. Ey, was ist denn hier los mit dem? Und ja, wir holen hier auf der anderen Seite noch die Geschenke. Wir holen hier noch die Geschenke, ist alles gut. Ist hier wieder irgendjemand ausrastet? Aha. Elixier. Hundekuchen, das ist auch sehr nett. Da freut sich Tara sicherlich drüber. Mir fällt Mondsteine. Oh, da können wir jetzt hier ein paar Pokémon entwickeln. Achso, und wir wollten... Warte mal, da ist Elixier drin. Hier war Nektar drin, ne? So, Nektar nehmen wir. Uiuiuiui. Und dann sagen wir, gehen wir hier schnell noch. Zwei gleich. Da muss ganz was Wichtiges hinter sein. Du kannst nicht. Vorbei. Nice. Ah, diese Dinger, ne? Super nervig. Ja, und ich kann da nicht angreifen, weil der immer so eine Ausweichreaktion macht. Seht ihr das? Kann ich gar nicht angreifen. Oh, wo geht's hier hin? Jetzt haben wir ja auf Terraskarte, okay. Hm? Ach, jetzt sind plötzlich alle hier gespawnt. Cool. Die Tür da mit Terra können wir öffnen. Nektar nochmal. Brauchen wir gerade nicht. Hatten wir gerade erst. So. Gucken wir mal, das müsste oben links dann sein, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, Kamera muss natürlich zurückfahren. Dieses blöde Ding. Schwer zu treffen. Das ist ein Schalter. Ich hab das hier. Trockeneis. Trockene Eis. Mhm. Lass mich. Nein, geh weg. Nein. Oh. Verfolg mich nicht. Oh nein, noch so ein Ding. Noch eine Zauberperle. Wow, also hier kriegen wir ja richtig. Kriegt das nicht angegriffen. Kann es nicht angreifen. Ich spring nicht in die Luft. Reicht's. Bastet Zepter? Mittelgeier. Alle. Hier. Geier woanders ab. Woanders rumgeiern. Oh, geh weg jetzt. Ich kann ihn nicht angreifen. Das geht einfach nicht. Aha. Du hast genug Nektar, na, dann nehmen wir doch gleich nochmal eins. Wenn wir davon so viele kriegen und haben, dann können wir hier nochmal ihn abdeckern. Aha. Okay.
Also, hier gibt es einen Weg nach oben. Gibt es einen Weg nach oben und einen Weg nach unten. Ja, das ist ja. Oh. Hallo, darf ich das trotzdem haben? Nee, ist gebaitet. Ja. Was? Oh, Hundekuchen. Ich habe genug Hundekuchen? Nicht. So viele haben wir. Noch ein Teil, Elfenstaub. 2 Stück Wachs. Und 1 Million von diesen Dingern. Da könnten wir theoretisch... Ureus Statue, die sind auch Gegner, ja? Oh, das ist nicht schlecht. Oh ja? Aua! Boah, was? Der ist super strong. Den kann ich angreifen. Jemand treffen. Oh, macht den nicht mit. Na, lassen wir das. Boah, die ist ja super strong. Okay, dann gehen wir hier zu Ureus. Dem Guten. Gefangen ist nachher, das ist schon mal gut. 2 Türen. Und nur eine wird geöffnet. Nur eine. Na komm, Ureus. Genau, nur eine von diesen beiden Türen wird geöffnet. Und welche von beiden, das seht ihr in der nächsten Folge von Secret of Evermore. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht keinen Blödsinn, schreibt uns Grüße, erkennt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Be cute, have fun. Bis dann. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe.